Hallo, hallo, herzlich willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute will ich mit dir über die Geschichten sprechen, die du dir erzählst. Denn die Geschichten, die du dir erzählst, manifestieren die Realität, in der du lebst. Und oft weiß man gar nicht, was man sich für Geschichten erzählt. Aber man ist die ganze Zeit dran, sich Geschichten zu erzählen. Und insbesondere, wenn du jetzt hier bist und meine Videos anschaust, weil du eine spezifische Person zurückmanifestieren möchtest, dann ist es ganz, ganz wichtig zu erkennen, welche Geschichte du dir erzählst. Und die normale Human Design Geschichte, die du dir erzählst, die fängt dort an, wo die Beziehung auseinandergegangen ist, wo du verlassen hast oder wo du verlassen worden bist. Und das ist die Situation, die Realität, die du jetzt ausrufst und in der du dich im Moment befindest, wenn du die Geschichte nicht veränderst. Neville Goddard nennt das Revision. Aber oftmals wird hier falsch verstanden, dass man irgendwo die ganze Geschichte umschreiben muss. Aber im Prinzip geht es nur um deine zukünftige Geschichte, weil deine Vergangenheit ist irrelevant. Und wenn du die Vergangenheit nicht als irrelevant ausrufen kannst, einstufen kannst, dann schau dir mein Video zu Ho'oponopono an, das wird dir helfen. Aber wir gehen jetzt davon aus, dass du im Hier und im Jetzt angekommen bist und dass du dich nur noch auf das fokussierst, was du haben willst in Zukunft. Und das ist, dass du glücklich bist mit deinem Partner, mit deiner spezifischen Person. Und dieses Video gilt natürlich auch, wenn dein Partner diesen nicht verlassen hat oder ihr noch zusammen seid, aber die Beziehung eben nicht so ist, wie du es gerne hättest. Und auch hier ist es so wichtig, dass du aussteigst, dass du die Vergangenheit vergangen sein lässt und dass du in diesem hier jetzt Moment, wo du dieses Video anschaust, allerspätestens sagst, gut, ich bin jetzt eine neue Person. Ich bin jetzt die Frau, die geliebt wird, die gewollt ist. Die Frau, mit der meine spezielle Person unbedingt zusammen will, sein Leben teilen möchte, nicht ohne sie leben möchte, die größten Spaß hat, die größte Erfüllung erfährt. Ich bin die Frau, mit der es so lustig und begeisternd ist, durchs Leben zu gehen. Ich bin die Frau, mit der man die Nähe spüren möchte. Ich bin die Frau, die man berühren möchte, die man riechen möchte. Ich bin die Frau, die einfach nur fasziniert, die nicht aus dem Kopf geht, die man nicht vergessen kann und schon gleich gar nicht verlassen kann. Und damit hast du auch schon gleich deine ganzen Verlustängste unter Kontrolle gebracht. Weil wenn du die Frau bist, die niemand verlassen kann, die man überhaupt nicht verlassen kann, weil du es so entscheidest, weil du sagst, dass es so ist, dann hast du keine Verlustangst mehr. Wovor musst du denn Angst haben, wenn du die Frau bist, die niemand verlassen kann? Und das ist so wichtig, dass du dir genau diese Sachen erzählst, diese Geschichten erzählst, diese Facts nach oben bringst, hervorrufst, immer wieder postulierst, immer wieder bestätigst. Und wenn sich das am Anfang komisch anfühlt, dann liegt es daran, dass dein Selbstkonzept noch nicht in Ordnung ist. Dass du tatsächlich glaubst, dass es irgendjemanden gibt, mit dem man lieber zusammen sein könnte, mit dem man mehr Spaß haben könnte, mit dem man lieber das Leben teilen möchte. Aber frage dich, warum glaubst du das? Warum glaubst du immer noch, dass du nicht gut genug bist, wobei du dich doch in deiner höchsten, besten und großartigsten Version selber kreieren und manifestieren kannst? Weil dein Divine Design dich in jeder Version liebt und hergibt. Nur dein Verstand, dein Human Design erzählt dir noch irgendwelche Geschichten, dass da draußen, unabhängig von dir, außerhalb von dir, noch irgendetwas ist, was besser sein könnte als dir, was geliebter, gewollter, wichtiger, höhere Priorität haben könnte als du. Das ist doch unmöglich, wenn du der Schöpfer der Realität bist.
Warum solltest du etwas erschaffen, was wichtiger ist als du? Und hier geht es nicht nur um vielleicht irgendwelche anderen Menschen, hier geht es auch um Hobbys, hier geht es auch darum, dass man vielleicht irgendjemanden mehr Zeit verbringen möchte als mit dir, bei einem Hobby, ein Hobby lieber hat und wichtiger ist als das, was du willst. Nein, warum solltest du dir so eine Realität erschaffen? Warum solltest du als Schöpfer, als Ursache, als Quelle allen Seins, aller Seinszustände, dich in einen Seinszustand hinein manifestieren, wo andere auf dem Podest stehen, wo andere wichtiger sind, wo andere eine schlechte Meinung von dir haben, wo andere dich ablehnen? Was bist du für ein Schöpfer? Dann bist du ein Schöpfer aus dem Human Design. Aber wenn du aus dem Divine Design heraus erschaffst, aus der Divine Design Perspektive, dann siehst du doch alles in Exzellenz und Perfektion. Und dass du das kannst, musst du von dir selber diese Exzellenz und diese Perfektion annehmen. Dich darin sehen, dich darin erkennen, dich darin fühlen, darin denken. Und dann reflektiert dir die Welt dein Denken. Und deswegen ist es so wichtig, wie Neville Goddard sagt, es gibt niemanden anderes zu verändern als sich selbst. Und was immer wieder die Beschränkungen bringt, ich denke in Human Design Veränderungen, ich denke in Veränderungen, die mir als möglich erscheinen. Aber Divine Design Veränderungen, die sind alle jetzt schon da. Und es ist nicht zu beurteilen, ob sie möglich sind, weil sie sind alle möglich. Und das sind diese Quantensprünge, das sind die Quantenveränderungen, das sind diese riesen, krassen, drastischen Wunder, wenn Verstand plötzlich erkennt, scheiße, ich bin noch Divine Design, ich habe doch gar nichts Einschränkendes, ich habe doch gar nichts Limitierendes, ich habe doch gar keine Vergangenheit, ich habe doch gar nichts, worauf ich mich aufbauen muss, sondern ich bin doch einfach, ich bin Divine Design, ich bin göttliches Design. Göttliches Design ist perfekt, ist geliebt, ist gewollt, ist immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort, wird niemals abgelehnt, wird bedingungslos geliebt. Und dann erkennst du auch, dass diese Realitäten, wo du Fehler siehst, wo du fehlerhaftes Verhalten siehst, von dir oder von anderen, dass diese Realität überhaupt nicht bedacht werden muss, dass sie einfach ad acta gelegt werden kann, dass du das einfach sagen kannst, darüber muss ich gar nicht mehr nachdenken. Es ist eine andere Realität in einer anderen Dimension mit einer anderen Version von mir. Ich bin ausgetreten. Ich bin ausgetreten. Und dann brauchst du natürlich hier wieder Geschichten, um deinem Verstand das klar zu machen. Und eine solche Geschichte könnte sein, wenn du irgendwie glaubst, das ist scheiß gelaufen oder da ist irgendwas nicht verzeihbar oder es sind irgendwelche äußeren Umstände da, die das nicht zulassen, dass so ein Shift stattfindet, dann sagst du einfach, es weiß niemand mehr davon. Die betroffene Person ist heute Morgen aufgewacht und hat sich gewundert und hat gedacht, scheiße, diese Frau ist die Liebe meines Lebens. Ich verstehe schon gar nicht mehr, warum ich jetzt nicht bei ihr bin, warum wir nicht zusammen sind. Ich weiß nicht mal mehr, was passiert ist. Ich weiß nicht mal mehr, irgendwie, warum sind wir getrennt? Ich will gar nicht getrennt sein. Ich will mit ihr zusammen sein. Es gibt überhaupt keinen Grund mehr. Ich erinnere mich nicht mehr. Und diese Geschichte, die musst du glauben. Das ist eine so wunderbare Geschichte, die dir eben hilft, die Vergangenheit ad acta zu legen, dass du dir vorstellen kannst, dass es nicht mehr da ist, dass keine Erinnerung mehr da ist, dass davon
keine Energie mehr da ist, weil du die Energie weggenommen hast, weil du die Aufmerksamkeit weggenommen hast, weil du die Geschichte gelöscht hast, weil du die Vergangenheit gelöscht hast. Und weil du es gelöscht hast, hast du es jetzt mit was Neuem ersetzt. Und zwar mit dieser Tatsache, dass es überhaupt keinen Grund mehr gibt, dass dein Wunsch nicht realisiert ist, dass deine Beziehung nicht in dieser Art und Weise stattfindet, wie du es haben möchtest, dass die Beziehung zu diesem Menschen nicht in allerhöchster Liebe und Perfektion stattfindet, weil alle Blockaden, alles, was jemals dagegen gesprochen hat, es ist gelöscht. Es ist gelöscht. Niemand erinnert sich mehr dran. Nur der Witz ist, jedes Mal, wenn du dich dran erinnerst, dann erinnert man sich wieder dran. Jeder erinnert sich wieder dran. Jeder weiß es. Aber in dem Moment, wo du festlegst, es ist gar nicht mehr da. Es ist nie passiert. Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Ich erinnere mich auch nicht mehr dran. Ich erinnere mich nicht mehr dran. Ich spüre nur noch diese Liebe und Verbundenheit zu dieser Person. Das ist das einzige Wahrhaftige. Und wenn du dann da drin bleibst, in dieser Realität, in diesem Seinszustand und aufhörst, irgendwo wieder da in der Vergangenheit rumzudenken, die gar nicht existiert hat, in einer Vergangenheit, die gar nicht mehr existiert, die gar nicht existiert hat, weil du bist die Person, die Realitäten ausruft und du in dieser Realität bleibst, so lange wie du möchtest, durch dein Denken, durch deine Ansichten, dann wird sie sich im Außen manifestieren. Es ist Gesetz. Ich hoffe, dir geholfen zu haben. Alles ist möglich. Du kannst alles manifestieren. Du tust es sowieso schon. Nur du musst deinen Geist, du musst deinen Verstand, du musst deinen Fokus, du musst deine Aufmerksamkeit, du musst dein Denken, du musst deine Denkkonstrukte, du musst deine Überzeugungen so kontrollieren, dass du in der Realität bleibst, die du reflektieren willst. Also, teile, like, kommentiere, lass uns in unsere Kraft, in unsere Macht, unsere Power einsteigen. Wenn wir aus dem Divine Design manifestieren, aus der höchsten Liebe und Perfektion für uns und für alle, sind wir absolut 100% da, wo wir sein wollen. Wir verfolgen unseren Lebenszweck. Wir greifen nicht in irgendwelche freien Willen ein, weil der einzige Wille, der herrscht, ist göttlicher Wille. Der kommt aus dem Divine-Design, der kommt aus der höchsten Liebe, Perfektion und Exzellenz heraus. Und solange du da bist, solange du da denkst, solange du da fühlst, solange du da handelst, machst du genau das, wofür du geboren bist. Und musst dir keinen einzigen Gedanken machen, ob du manipulativ oder kontrollierend oder auch irgendwie übergriffig bist. Gott ist nie übergriffig. Gott ist immer in der Liebe. Dein göttliches Design kommt aus dem göttlichen Mind, aus dem göttlichen Denken, aus dem göttlichen Verstand. Solange du da drin bist, kannst du keinen Fehler machen. In diesem Sinne, die Transformation ist komplett. Sie ist abgeschlossen. Hier bist du angekommen in deinem Divine Design, in deinem allerhöchsten liebenden Selbst. Und da ist alles erfüllt, was du haben möchtest. Bis bald.